Am 9. Oktober erscheint deine erste DVD. Ist die Aufregung groß? Ja, ich freue mich, dass wir wirklich die Gelegenheit genutzt haben, die Januartour auch ein bisschen festzuhalten. Das war sicherlich für mich ein ganz, ganz großes Ereignis, wirklich in Deutschland vor so vielen Leuten in einem Monat zu spielen. Das war schon eine ganz große Aufregung und ich freue mich, dass wir das Konzert in Berlin, was ja in einer sehr, sehr schönen Halle, das Tempodrom, ist so ein bisschen eine Mischung aus Rockhalle, aber auch so ein etwas klassisches Amphitheater ist. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Und freue mich natürlich, dass es jetzt rauskommt. Ah, und warum eigentlich die DVD? Steckt da eine bestimmte Botschaft darin? Na, ich glaube, dass das Instrument eigentlich unglaublich visuell ist. Und ich glaube, wenn man sich ein Konzert mal angeguckt hat von mir, ist, glaube ich, nicht nur, dass die Musik ganz, ganz wichtig, sondern auch das Präsentieren von der Musik und wie man auf die Leute zugeht, wie man die Leute auch anspricht vor den Stücken. Ich glaube, dass das auch zu mir dazugehört. Insofern glaube ich, eine DVD ist dann ganz, ganz praktisch, das festzuhalten. Die klassische Musik der Jugend näher zu bringen, siehst du das als deine Mission? Na, Mission hört sich so religiös an, aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich Leute erreiche, die vielleicht Berührungsängste mit der klassischen Musik haben. Und dementsprechend ist, glaube ich, dieses Crossover-Projekt wirklich eine wunderbare Gelegenheit, vielleicht dem einen oder anderen die Angst zu nehmen und sie dann gleichzeitig darauf hinzuweisen, zu einem der Klassikkonzerte zu kommen. Du hast mal in einem Interview gesagt, Musik ist keine Religion. Um sie zu genießen, braucht es keine Andacht. Mhm. Damit geigst du wahrscheinlich dem konservativen Publikum etwas gegen den Strich. Es klingt ja fast nach einer Revolution. Nach Revolution eher nicht, aber was ich damit sagen, oder die Aussage mehr oder weniger, war, dass es sicherlich auch Sachen gibt um die Musik herum, die man sicherlich anders machen kann, damit auch junge Menschen sich ein bisschen wohler fühlen. Du kannst nicht einen Jugendlichen einfach in die Philharmonie setzen, der weiß ja gar nicht, was er da machen soll, wie er sich verhalten soll. Für den ist das ja irgendwie auf einem ganz anderen Planeten plötzlich. Das heißt, du musst irgendwie schon versuchen, über vielleicht Konzerte, die speziell für junge Leute entwickelt sind oder Musik, die halt auch irgendwie kennen, das Interesse erstmal zu wecken für das Instrument. Ich glaube, dass über dieses, wenn man einmal das Interesse hat, dass man dann auch unglaublich neugierige Ohren auch von der Jugend hat, die sich dann auch gerne mit neuen Sachen beschäftigen. Das nutze ich natürlich dementsprechend auch aus, um klassische Musik näher Leuten, gerade jungen Leuten, näher zu bringen. Du spielst Geige wie Gott, mischst gerade die Konzertszene mit deinen Crossover-Projekten neu auf und komponierst und verdrehst der Frauenwelt den Kopf. Was kannst du sonst noch gut? Ich glaube, das war's so ziemlich. Nee, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht jemand, der sehr, sehr viel kann. Ich habe wirklich viel Zeit und Energie investiert in Musik und das war halt immer das, wo ich mich auch wohlgefühlt habe und alles andere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was man nicht gut kann, manchmal sogar mehr als das, was man gut kann, um dann halt ein gutes Gespür dafür zu haben, ein Team um sich herumzustellen, die halt die Sachen machen können, die man halt selber nicht gut drauf hat. Was kann ich noch? Ich würde mal sagen, wo bin ich eigentlich noch gut drin? Ich würde mal sagen, dass ich gut mit Menschen umgehen kann. Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist in dem Beruf. Einfach nur, dass man ein Gespür hat für wie man auf Leute zugeht und wie man Leute überzeugt. Ich glaube, dass gerade als heutzutage in der Musikwelt man auch eine unglaubliche Überzeugung mitbringen muss, für das eine unglaubliche Leidenschaft, und das muss man auch rüberbringen können, für das, was man tut. Und dann stehen einem auch alle Türen offen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und was ist dann deine schlimmste Macke? Habe ich schlimme Macken, Konstantin? Ungeduldig manchmal, so ein bisschen, oder? Was? Mir geht manchmal alles nicht schnell genug. Ein bisschen ungeduldig. Mhm. Ungeduldig? Kann ich bestätigen. Also. Das wäre es aber dann auch, oder? Jetzt sag bitte ja. Ja, ja. Ja, ich sag ja. Das, da war aber sehr, eine sehr ungeduldige Antwort hier. Du
machst sowohl den klassischen Armani-Anzug als auch in einer zerrissenen Jeans- und Kapuzenshirt eine gute Figur. Wie ist denn dein wahrer Kern? Klassisch oder eher rockig? Ich finde beides. Beides. Und das ist ja auch kein Widerspruch. Sondern es ist ja auch bei mir in der Musik so, dass ich wirklich ein Fan der Tradition bin. Gerade wenn ich die großen Klassiker spiele, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass modisch gesehen ich auch ein Fan von Anzügen bin. Im richtigen, wenn man abends schön rausgeht mit einem Mädchen und einem tollen Restaurant, würde ich jetzt auch nicht mit zerrissenen Jeans hingehen. Ich glaube, das ist einfach auch etwas sehr Cooles hat, auch mal einen Anzug anzuziehen. Auf der anderen Seite, wenn man halt viel unterwegs ist und auch mal ein bisschen andere Musik hört, ist das halt irgendwie entspannender, halt mit Casual Clothes rumzulaufen. Also beides hat seine Wertigkeit und Attraktivität. Gibt es momentan eine Frau in deinem Leben, die die erste Geige spielt? Nö. Welches Instrument setzt du denn eigentlich ein, wenn du Frauen rumkriegen willst? So viele habe ich ja da nicht zum Einsetzen. Ich weiß es nicht. Also normalerweise würde ich dann eher sagen die Geige, aber die benutze ich nicht zum Rumkriegen, sondern eher nur so als letzte Instanz, wenn gar nichts mehr funktioniert. Was probierst du als erstes? Na, als erstes wäre ja schon irgendwie schön, wenn das Mädel irgendwie mich mögen würde, so als Person und mich irgendwie als interessant ansehen würde und lustig hoffentlich. Wie bist du denn in einer Beziehung? Treu, zärtlich, kochst gern? Also man sollte sicherlich treu sein in der Beziehung, sonst wird das nichts langfristig. Kochen tue ich eher nicht, aber ich kann gut bestellen. Das ist ja auch schon mal wichtig. Das ist wichtig. Ja. Wie sollte denn die Frau sein, die eines Tages die Musik in den Hintergrund rücken ließe? Ich glaube, die gibt es nicht. Tut mir leid, dass ich da irgendwie das so deutlich sagen muss, aber ich glaube, das wird nie irgendwie der Fall sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei dir hat man das Gefühl, dass du zu der Sorte der Menschen gehörst, die eigentlich nie stehen bleiben und die Experimentierlust immer weiter treibt. Wo treibt dich denn deine Lust auf Abwechslung in Zukunft hin? Oh, das ist jeden Tag irgendwie was Neues. Ich glaube, dass man sicherlich Projekte, Ideen hat, die einfach ihre Zeit brauchen. Und dann ist man jeden Tag irgendwie versucht, diesen Ziel ein Stück näher zu kommen. Aber das Wichtigste ist, dass man sicherlich schon irgendwie Fernziele hat und sie dann auch jeden Tag irgendwie verfolgt. Also da gibt's Massen an Projekten, die ich angefangen habe und die ich auch zu Ende bringen möchte in den nächsten paar Monaten und Jahren. Und da gibt es genug Material,